Ausgangspunkt war eben die Idee, dass ja, wenn man Leihgaben gibt, in der Sammlung Lücken entstehen. Die füllen wir gerne aus dem Bestand, aber manchmal ist die Lücke so schmerzhaft, dass man es gerne dann mit einem Meisterwerk eines anderen Hauses auf Zeit schließen möchte. Und das ist hier der Fall. Wir haben geliehen von Paul Gauguin, das Mädchen mit dem Fächer, an das Munch-Museum in Oslo und haben uns erbeten als Gegenleihgabe die Mädchen auf der Brücke. Ein Meisterwerk aus der Spätzeit, dieses wichtigen Malers der Moderne. Insgesamt haben wir Werke ausgewählt, in denen es um Seelenregungen geht, wenn man das so nennen möchte. Also wir zeigen Einsame, wir zeigen aber auch Paare, wir zeigen Menschen, die verzweifelt sind ob ihrer Krankheit. Es gibt Sterbende bei uns in der Ausstellung zu sehen, aber es gibt eben auch das glückliche Miteinandersein. Also die verschiedensten Formen menschlichen Empfindens spielten im Werk von Munch eine Rolle und das sind auch Themen, die hier in der Ausstellung auftauchen. Und was mir besonders gut gefällt, bei den Farbholzschnitten hat er ja die Druckstöcke zerschnitten, um die Farbe trennscharf nebeneinander zu bekommen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend.